Ja, sehr verehrte Frau Behring, lieber Herr Professor Rogal, werte Preisträgerinnen, werter Preisträger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Den Georg de Hio Preis zu verleihen, ist jedes Jahr von neuem eine große Freude. Zum einen, weil man es bei den Preisträgerinnen und Preisträgern mit ganz besonderen Zeitgenossen zu tun hat, auf die man nicht alltäglich trifft. Und zum Zweiten bietet sich uns die Chance, vertiefende Einblicke in die Vielfalt der Länder und Regionen des östlichen Teils unseres Kontinents zu gewinnen und in die Art und Weise, wie wir dessen Erbe in unserer Zeit als ein gemeinsames europäisches begreifen und vermitteln können. Auch dann, wenn es, wie im Werk unserer diesjährigen Preisträgerinnen, oft um die Wunden geht, die das 20. Jahrhundert an Menschen und Ländern im östlichen Europa hinterlassen hat. Die Journalistin und Filmemacherin Ulla Lachauer bringt uns auf ihren Reisen etwa durchs Memelland, durch Ostpreußen oder zu den Russlanddeutschen mit Menschen und deren Geschichten zusammen, die diese scheinbar fernen Gegenden einem dem Osten oft entfremdeten Publikum wieder näher rücken und verständlich erscheinen lassen. Dabei trifft sie sich beim Thema Russlanddeutsche mit der Förderpreisträgerin Güzel Jachina. Diese schreibt vor allem für ein russisches Publikum und erschließt mit dem heute ausgezeichneten Buch die schicksalsschwere Vergangenheit eigener, fast vergessener Landsleute. Beide weisen uns auf diese Weise den Weg des Austauschs und der Verständigung mit unseren östlichen Nachbarn ganz so, wie es das Kulturforum für seinen Georg de Hio Preis vorsieht. Dabei wird Güzel Jachinas Werk einem deutschsprachigen Publikum durch die Übersetzungskunst Helmut Ettingers zugänglich. Auch diese wird heute ausgezeichnet. Dass es heute nicht möglich ist, den Preis wie üblich mit großem Publikum zu überreichen, ist den Einschränkungen des Pandemieschutzes geschuldet. Das Publikum findet sich dafür mindestens so zahlreich zu Hause, wo die Preisverleihung live verfolgt und auch später jederzeit angesehen werden kann. Aus Moskau zugeschaltet ist uns Frau Jachina, um die heute mit weiten Reisen verbundenen Risiken zu minimieren. Herzlich danken möchte ich der Robert-Bosch-Stiftung, bei der wir heute zu Gast sein dürfen, und die uns zugleich den Zugang zur Infrastruktur ermöglicht hat, so dass wir die festliche Preisverleihung sowohl hier vor Ort in Berlin durchführen wie auch übertragen können. Wenn Sie schon einige de Hio Preisverleihungen miterlebt haben, werden Sie merken, dass der Ablauf heute etwas abweicht. Nachdem Frau Maria Behring, unsere Gruppenleiterin bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, ihr Grußwort gesprochen hat, wird sie zunächst die Preisträgerin und den Preisträger des Förderpreises auszeichnen. Anschließend wird Professor Ulrich Schmid von der Universität St. Gallen seine Laudatio auf die Preisträger halten und nach einer kurzen Musik überreicht dann Frau Behring den Hauptpreis an Frau Lachauer, gefolgt von der Laudatio von Professor Joachim Rogal, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Robert-Bosch-Stiftung. Die Teilnehmer im Saal finden die Programmfolge auf dem Programmzettel auf den Tischen. Die musikalische Gestaltung übernimmt heute Daniel Camien. Er ist an einem unserer Projekte Radio Instantopia beteiligt, das als Begegnung junger Kreativer aus Königsberg, Kaliningrad und Berlin geplant war und nun vorerst nur online durchgeführt werden kann. Er spielt für uns heute auf dem Kontrabass, allerdings ganz analog, Werke von Johann Sebastian Bach und von Domenico Dragonetti. Ich wünsche Ihnen einen kurzweiligen Abend und übergebe nun das Wort an Frau Behring.
Sehr geehrter Dr. Smatschny, sehr geehrter Herr Dr. Roth, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, heute die Preisträgerinnen und den Preisträger des Georg-Dihio-Buchpreises auszuzeichnen. Gerne wäre unsere Kulturstaatsministerin, Frau Professor Monika Grütters, die ja letztes Jahr die Auszeichnung selber vorgenommen hat, auch heute selber gekommen. Sie muss sich für heute entschuldigen. Sie wissen, wir haben Sitzungswoche im Deutschen Bundestag. Das ist dann nicht so planbar. Sie hat mich gebeten, Sie herzlich zu grüßen und Ihnen einen schönen Abend in diesem wunderbaren Rahmen zu wünschen. Ein besonderer Wunsch der Staatsministerin, verbunden mit herzlichen Glückwünschen, gilt natürlich den heute Ausgezeichneten. Der von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien dotierte Georg-Dihio-Preis wird, so heißt es in der Satzung, vergeben an Personen, Initiativen und Institutionen, die sich in vorbildlicher Art und Weise mit den Traditionen und Interferenzen deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa bewahrend, zukunftsorientiert und im partnerschaftlichen Dialog mit den Nachbarn auseinandersetzen. Der Preis ist ein wichtiger Bestandteil der Kulturförderung unseres Hauses. Dazu gehört es, das gemeinsame kulturelle Erbe, das uns Deutsche mit unseren östlichen Nachbarn verbindet, zu sichern und bekannt zu machen. Es gilt, die Menschen bei uns ebenso wie in den Ländern des östlichen Europas hierfür zu sensibilisieren. Wir wollen das Wissen um die historischen Verbindungen pflegen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den materiellen und immateriellen Zeugnissen der gemeinsamen Geschichte fördern. Dafür stehen in diesem Jahr fast 25 Millionen Euro zur Verfügung. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziert über 10 Einrichtungen dauerhaft, darunter das Deutsche Kulturforum, Museen, Bibliotheken und Forschungsinstitute. Hinzu kommen Juniorprofessoren sowie jährlich über 100 Einzelprojekte und Maßnahmen der kulturellen Breitenarbeit. Ein weiterer wichtiger Meilenstein wird die Eröffnung des Dokumentationszentrums der Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung sein, die wir im kommenden Jahr anstreben. Das Zentrum informiert über Ursachen, Dimensionen und Folgen von Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration in Geschichte und Gegenwart. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der Europäischen Ratspräsidentschaft Deutschlands ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir das Wissen um die historischen Verbindungen Deutschlands zu seinen osteuropäischen Nachbarn nicht abreißen lassen werden. Selbstverständlich fehlen auch Kultur und die Geschichte der Deutschen im östlichen Europa nicht im Programm unserer diesjährigen Ratspräsidentschaft. Exemplarisch sei verwiesen auf die Veranstaltungsreihe zum gemeinsamen Erbe kulturelle Interferenzräume im östlichen Europa als Sujet der Gegenwartsliteratur, bei der das DKF mit dem BKGE, dem Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa in Lüneburg, zusammenarbeitet. Als Teil des Kulturprogramms der EU-Ratspräsidentschaft werden anhand von Texten der Gegenwartsliteratur die engen kulturellen Verpflichtungen der europäischen Regionen in den Blick gerückt. Das östliche Europa steht dabei im Fokus, so wie es unserem Auftrag entspricht. Die Veranstaltungsreihe wird hoffentlich am 19. November dann von Kulturstaatsministerin Monika Grütters eröffnet werden können, so es die Rahmenbedingungen uns ermöglichen. Die Förderung der Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa durch unser Haus ist sowohl inhaltlich als auch quantitativ finanziell, denke ich, schon recht umfassend. Aber so bemerkenswert das auch alles ist, wahrgenommen wird es in der heutigen Zeit nur, wenn es auch digital erschlossen wird. Es freut mich daher sehr, dass wir es voraussichtlich schaffen werden, noch im kommenden Monat das Online-Portal Geschichte und kulturelles Erbe östliches Europas freizuschalten. Das Portal des Marburger Herder-Instituts wird einen Überblick über die Institutionen und Bestände des Förderbereichs geben und wissenschaftliche Themen für die breite Öffentlichkeit aufbereiten und damit leicht erschließen. Dadurch werden die Strukturen unseres Förderbereichs gemäß § 96 Bundesvertriebenengesetzes auch international noch besser sichtbar werden. Viele kulturelle Veranstaltungen können in diesem Jahr aufgrund erforderlicher Hygieneauflagen im Kontext der Covid-19-Pandemie nur in anderen Formen stattfinden, wenn überhaupt. Ich bin außerordentlich dankbar über die Kreativität
und den Ideenreichtum, mit dem gerade Kulturschaffende versuchen, uns allen weiterhin Anteil an ihrem Schaffen zu ermöglichen. Diese Veranstaltung heute, die per Livestream allüberall mitverfolgt werden kann, ist dafür ein wunderbares Beispiel. Ich darf mich also nicht nur bei unserem heutigen Gastgeber, der Robert-Bosch-Stiftung, sehr herzlich bedanken, sondern auch bei den sichtbaren und unsichtbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit technischem Sachverstand den reibungslosen Ablauf des heutigen Abends ermöglichen. Kunst ist keine Delikatesse für Feinschmecker, sondern Brot für alle. Mit dieser ebenso klaren wie präzisen Aussage hat unsere Kulturstaatsministerin es geschafft, im Rahmen der Hilfeleistung der Bundesregierung 1 Milliarde Euro zur Abminderung der Folgen der Covid-19-Pandemie speziell für den Kulturbetrieb zur Verfügung stellen zu können. Mit vielen Verbänden und Fachgesellschaften wurden zielgerichtet Programme konzipiert, damit trotz der dramatischen Reduzierung im Veranstaltungsbetrieb kulturelles Leben weiter stattfinden kann. Das größte Konjunkturprogramm für die Kultur in der Geschichte der Bundesrepublik offenbart den hohen Stellenwert, den die Bundesregierung der Kultur beimisst. Meine Damen und Herren, der Georg-Dehio-Preis, der im jährlichen Wechsel als Kultur- und als Buchpreis vergeben wird, wurde geschaffen, um auf diesen besonderen Teil der Vergangenheit der Deutschen aufmerksam zu machen, welcher uns als gemeinsame kulturelle Hinterlassenschaft in einzigartiger Weise mit den Staaten im östlichen Europa verbindet. Der Georg-Dehio-Buchpreis ist sparten-, genre- und grenzübergreifend ausgelegt. Dies wird unmittelbar sichtbar, wenn wir einen Blick auf die Namen der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger werfen, unter denen sich sowohl Romanautorinnen und Literaturkritiker als auch Germanisten und Journalistinnen finden. Die Herkunftsländer der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger sind Deutschland, Österreich, die Schweiz, Polen, Tschechien, Kroatien, Litauen, aber auch Großbritannien und die USA. Ulla Lachauer, die heute mit dem Hauptpreis geehrt wird, ist selbst eine Grenzgängerin zwischen den literarischen Sparten und Genres. Ihre Bücher, in denen sie europäische Lebensläufe erzählt und Menschen in europäischen Grenzregionen mit ihren Lebensgeschichten zu Wort kommen lässt, sind dokumentarisch und gleichzeitig auch überaus poetisch. Ich darf gestehen, dass ich es persönlich genossen habe, mich auf Ritas Leute einzulassen. Familie ist immer auch ein empfindsames Gebilde. Ihr sensibler, aber dennoch neugieriger Umgang mit der Geschichte von Ritas Familie, eben ihren Leuten, hat mich wirklich sehr angerührt. Ulla Lachauer ist aber nicht nur als Buchautorin, sondern auch als Autorin von Radiofeatures und Fernsehdokumentationen bekannt. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass lange tabuisierte Themen der deutschen Kultur und Geschichte im östlichen Europa heute auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Mit Ulla Lachauer verbindet das Deutsche Kulturforum übrigens seit nunmehr etwa 20 Jahren, habe ich mir sagen lassen, eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Als Diskussionsteilnehmerin, Moderatorin in Podiumsgesprächen, Autorin, Vortragende und Gesprächspartnerin. Auch dafür, liebe Frau Lachauer, möchte ich Ihnen an dieser Stelle herzlich danken. Meine Damen und Herren, Gusell Yachina, deren Roman Wolga-Kinder heute mit dem Förderpreis ausgezeichnet wird, ist die erste Vertreterin der russischen Literatur, die diesen Preis erhält. In ihrem Roman, der innerhalb weniger Jahre bereits in viele Sprachen übersetzt wurde, hat sie den Wolgadeutschen und dem dramatischen und tragischen Schicksal, dem diese Menschen gerade in der Frühphase der Sowjetunion ausgesetzt waren, ein weithin sichtbares literarisches Denkmal gesetzt. Die Bedeutung, die dieses breitenwirksame Schlaglicht auf die Geschichte der Russlanddeutschen für die heutige russische Leserschaft, aber auch für das Lesepublikum in Deutschland und anderswo hat, ist kaum zu überschätzen. Dass wir diesen großen Roman trotz der geschilderten schweren Schicksale darin mit Genuss auch in deutscher Sprache lesen können, verdanken wir der Übersetzerleistung von Helmut Ettinger. Und es freut mich außerordentlich, dass dieses Verdienst ebenfalls durch den Georg-Dehio-Preis heute gewürdigt wird. Die beiden Preisträger, Gusell Yachina und Helmut Ettinger, werden übrigens am 24. November im Literaturhaus Berlin im Rahmen der Veranstaltungsreihe Gemeinsames Erbe, Shared Heritage, auf die ich eben bereits eingegangen bin, auftreten. Außerdem wird das Kulturforum ein Autorinnengespräch mit Gusell Yachina in einer Videoproduktion aufzeichnen.
Ich danke der Jury ausdrücklich für ihre gute Wahl und gratuliere den Preisträgerinnen und dem Preisträger zum Georg de Hue Buchpreis 2020. Ich habe nun die Freude, Herrn Ettinger zu mir auf die Bühne zu bitten und ihm sowie symbolisch dann auch Frau Jachina die Urkunden zu überreichen. Ich verlese jetzt zunächst die Urkunde für Frau Guzel-Jachina. Frau Guzel-Jachina erhält den Georg de Hue Buchpreis 2020 Förderpreis für ihren Roman Wolgakinder gemeinsam mit dem Übersetzer Helmut Ettinger. Mit großer Fabulierkunst versetzt die Autorin ihre Leserinnen und Leser in die Zeit der 1910er bis 1930er Jahre im Wolgagebiet und erzählt aus der Perspektive eines Dorfschullehrers und seiner Kinder die Geschichte der Wolgadeutschen in den Jahren der Revolutionswirren und des stalinistischen Terrors. Durch die Bildkraft ihrer erzählerischen Sprache und die Originalität der Handlungsführung gelingt es der Autorin, die Veränderungen und Gewalterfahrungen, die die Minderheit der Wolgadeutschen in der Frühphase der Sowjetunion ausgesetzt war, auf unverstellte Weise zu zeigen. Der Preis wird heute im Rahmen eines Festaktes in Berlin überreicht. Berlin, den 1. Oktober 2020. Herr Smatschny als Vorstandsvorsitzender, Herr Roth als Direktor. Frau Jachina. Vielen Dank. Helmut Ettinger erhält den Georg de Hue Buchpreis 2020 Förderpreis gemeinsam mit der Autorin Guzel-Jachina für die Übersetzung des Romans Wolgakinder aus dem Russischen ins Deutsche. Helmut Ettinger hat es vermocht, Guzel-Jachinas starke literarische Stimme in einer ebenso bildkräftigen deutschen Sprache nachzuschaffen. Der Preis wird heute im Rahmen eines Festaktes in Berlin überreicht. Berlin, den 1. Oktober 2020. Herr Smatschny als Vorstandsvorsitzender, Herr Roth als Direktor. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt machen wir das mal ordentlich. Liebe Guzel-Jachina, lieber Herr Ettinger, verehrte Damen und Herren. In der angespannten russischen Kulturszene hat Guzel-Jachina alle gegen sich aufgebracht. Ihr Erstlingsroman Sulejka öffnet die Augen, wurde sofort zu einem internationalen Bestseller. Wenig später verfilmte das russische Staatsfernsehen den Roman als Serie in 8 Episoden. Gegen Buch und Serie haben die Kommunisten, die Konservativen und die Tataren gleichermaßen vehement protestiert. Ich komme gleich noch auf die Gründe dieses Protestes zu sprechen. Zunächst ist es wichtig zu sehen, dass Guzel-Jachina weder eine Provokateurin noch eine Parteigängerin ist. Sie ist eine hellwache Künstlerin, die aber mit ihren historischen Romanen fast notwendig mit den Exponenten einer zunehmend restriktiven Geschichtspolitik in Konflikt geraten muss. Seit der Mitte dieses Jahres ist das, was im offiziellen Jargon die historische Wahrheit heißt,
in der reformierten Verfassung der Russischen Föderation verankert. In Artikel 67 heißt es neu, ich zitiere, die Russische Föderation ehrt das Gedenken an die Verteidiger des Vaterlandes und garantiert die Verteidigung der historischen Wahrheit. Die Herabsetzung der Bedeutung der Heldentat der Verteidigung des Vaterlandes ist verboten. Damit soll die russische Gesellschaft auf einen heldenhaften Geschichtsdiskurs eingeschworen werden, in dem der sowjetische Sieg über Hitler-Deutschland im Zentrum steht. Diese Formulierung spurt fast einen chinesischen Umgang mit der problematischen Figur Stalin vor. So wie in China Mao aus offizieller Perspektive zu 70% als gut und 30% als schlecht betrachtet wird, scheint auch Stalin aus der Verdammung als politischer Massenmörder herauszutreten. Wer in literarischen Kunstwerken auf die schwierige und menschenverachtende Vergangenheit der Sowjetunion und zumal des Stalinismus hinweist, passt jedenfalls nicht in den Mainstream der offiziellen Geschichtspolitik. Guseljachina zeigt zwar verschiedene ideologische Positionen, sie vertritt aber selbst keine. Sie wechselt in ihren Romanen immer wieder die Erzählperspektive. Bei ihr gibt es keine absolute Wahrheit. Sie entwickelt vielmehr eine ganze Reihe von Wahrheiten, die immer an die Sichtweise eines bestimmten Individuums gebunden sind. In diesem Sinne setzt Guseljachina in ihrer literarischen Kunst auf exemplarische Weise Michail Bachtins Konzept des polyphonen Romans um. Bachtin hatte 1929 in einer bahnbrechenden Arbeit folgendes Grundprinzip herausgearbeitet. Dostojewski trete ganz im Gegensatz zu Tolstoi in seinen Romanen nicht mit einer autoritären Erzählerstimme auf. Der Wahrheitsentwurf von Dostojewskis Romanen konstituiere sich aus dem Stimmenkonzert der Handlungsfiguren. Genauso verhält es sich in Guseljachinas Romanen. Es gibt bei ihr keine absoluten Bösewichte und keine sterilen Helden. Ihre Figuren sind immer wieder zu erstaunlichen Entwicklungen fähig. Ganz in Bachtins Sinne verzichtet Guseljachina darauf, das letzte Wort über ihre Handlungspersonen zu sagen. Nur die Figuren selbst können die Möglichkeiten und Grenzen ihres Handelns und Denkens definieren. Guseljachina beschäftigt sich in ihrem Roman »Sulejka öffnet die Augen« mit einem schwierigen historischen Thema, der Entkulakisierung tatarischer Bauern in den 1930er Jahren. Allerdings erscheint die große Geschichte nicht direkt in ihrem Buch, sondern bildet nur den Rahmen für die dramatische Handlungsentwicklung. Guseljachinas Text hat drei Dimensionen. Sulejka öffnet die Augen ist ein historisches Epos, eine Gesellschaftsutopie und ein Entwicklungsroman. Im historischen Epos kommen verschiedene Geschichtsepochen vor. Die zaristische Vergangenheit, die revolutionäre Gegenwart und die sozialistische Zukunftserwartung. Die Gesellschaftsutopie schließt bei der lichten Zukunftserwartung an. Statt in der Zukunft erhält die kommunistische Gemeinschaft in einem fernen Verbannungsort in Sibirien ihre ersten Konturen. Die Zeit wird also in einen Raum verwandelt. Dieser Kunstgriff ist vergleichbar mit einer ähnlichen Struktur in einem Meisterwerk der russischen Moderne. Andrei Platonow lässt in seinem Protagonisten im Roman Chevengur ebenfalls die kommunistische Zukunft in einer abgelegenen Stadt entdecken. Schließlich durchläuft die Heldin Sulejka eine erstaunliche Entwicklung von einer stummen, unterdrückten Schwiegertochter hin zu einer selbstbewussten Jägerin, die eine ganze Gemeinschaft von Siedlern in Sibirien ernährt. Warum hat dieser Plot so viel Staub aufgewirbelt?
Die Kommunisten sahen die sowjetische Vergangenheit befleckt, weil die Bolschewiken als grausame Banditen auftreten. Die Konservativen störten sich am Fehlen von Werten wie Vaterland, Treue und Ehre. Die Tataren schließlich sahen ihre eigene Nation durch angeblich schief gezeichnete Charaktere verleumdet. Wer so viel Protest auf allen Seiten hervorruft, hat alles richtig gemacht. Guseljachina will sich gar nicht in die aufgeheizten russischen Debatten über wertvolle und moralisch hochstehende Kunst einschalten. Mit ihrer Erzählung über eine tatarische Frau, die ihren eigenen Weg geht und zur Heldin wider Willen wird, hat sie ihrer eigenen Großmutter ein literarisches Denkmal gesetzt. Guseljachinas zweiter Roman, Die Wolga-Kinder, greift ebenfalls ein schwieriges Thema auf. Die Situation der Wolga-Deutschen im späten Zarenreich und in der frühen Sowjetunion. Guseljachina beschreibt das selbstgenügsame Leben der deutschen Kolonie Gnadental an der Wolga, die nach der Revolution kollektiviert und später ganz zerstört wird. Ihr Protagonist ist der eigenbrötlerische Dorflehrer Jakob Bach, der auf einem verlassenen Gutshof die brutale Geschichte an sich vorbeiziehen sieht und über dieser Gewalterfahrung buchstäblich die Sprache verliert. Im Gegensatz zum Sulejka-Roman gibt es in den Wolga-Kindern auch Kapitel, die den Diktator Stalin zeigen. Die große Sowjetgeschichte ist damit zwar präsenter als im ersten Roman, gleichzeitig zeigt sich im Roman aber deutlich der Vorrang des individuellen Lebens, das sich zwar in einem größeren historischen Rahmen abspielt, aber durch den menschlichen Willen gesteuert wird. Dass die Biografie vor der Historie kommt, äußert sich auch in der Komposition. Guseljachina weigert sich, ein zentrales geschichtliches Ereignis, nämlich die Auflösung der deutschen Wolga-Republik im Jahr 1941 und die Verbannung der Wolga-Deutschen nach Kasachstan, literarisch auszugestalten. Diese dramatische Wendung erscheint nur in einem kurzen Epilog von wenig mehr als einer Seite in einem Roman, der insgesamt 580 Seiten lang ist. Was sind die Grundzüge von Guseljachinas Poetik? Sie macht keinen Hehl aus ihrer Ausbildung als Drehbuchautorin. Guseljachina erzählt in Bildern und in Szenen. Viele ihrer Kapitel können direkt eins zu eins filmisch umgesetzt werden. In diesem Beispiel aus den Wolga-Kindern tritt Stalin an einen Billardtisch und ich zitiere: Stalin ging zur Tür und knipste das Licht an. An der ausladenden Lampe über dem Tisch flammten die 10 flachen Zylinder auf und tauchten das Spielfeld in helles Licht, als hätte man einen Bühnenscheinwerfer eingeschaltet. Alle Gegenstände außerhalb des Lichtkreises verschwanden im Dunkel. Auf der Welt war nichts mehr außer dem grünen Tisch, den weißen Kugeln darauf und den 2 Männern, die als kaum zu erkennende Schatten um das Ganze kreisten. Hier werden bis ins letzte Detail der Lichtregie die Bewegungen der Kamera vorgegeben. Vielleicht noch deutlicher zeigt sich Guseljachinas visuelle Einbildungskraft in der vielleicht beeindruckendsten Szene der Wolga-Kinder. Ihr Protagonist Jakob Bach stürzt in die Wolga und sieht auf dem Grund des Flusses in einer phantasmagorischen Vision die ermordeten Bewohner von Gnadental. Ich zitiere: Da Bach gar nicht mehr wusste, was er noch unternehmen und wohin er noch schauen sollte, sah er nach unten auf die aus dem gelben Sand herausragenden Steine, über die sein Schatten lautlos dahinglitt. Aber waren das überhaupt Steine? Schien es Bach nur so? Oder erblickte er dort Gesichtszüge, geöffnete Münder, Augen und Zähne? Wuchsen Wasserpflanzen darunter hervor? Oder war es Haar, das aus den Köpfen spross?
sah er merkwürdige Sandwellen und Erdhügel oder etwa menschliche Körper. Die Menschen lagen übereinander, auf der Brust, auf dem Bauch, auf dem Rücken, die Finger verschränkt oder die Hände gefaltet, Wange an Wange, Mund an Mund. Von allen Seiten blickten sie ruhig auf Bach, aber all das, Stoffe, Panzer, Rüstungen aus Knochen und Holz, Mäntel, Uniformblusen, Schleier, Pelzmützen, Körper und Gliedmassen, Gesichter und Haare, Zähne und Nägel, all das war von Pfeilen, Speeren und Bajonetten durchbohrt, überall klafften Einschusslöcher und Messerschnitte. Auch in dieser drastischen Szene ist die filmische Umsetzung bereits deutlich vorbereitet. Eine weitere Besonderheit sind ausgefallene Handlungsfiguren, deren Ticks so eindringlich beschrieben werden, dass sie in die kühne Weltkonstruktion des Romans passen. In Soleika öffnet die Augen, ist das etwa ein Arzt, der sich weigert, die Sowjetrealität anzuerkennen. Er lebt wie in einer gläsernen Kugel der eigenen Illusionen. In den Wolga-Kindern steht der Dorflehrer Bach im Vordergrund, der seine geliebte Frau bei der Geburt des Kindes verliert und seinen Schmerz über lange Zeit buchstäblich in einem Eislager kühlt. Der Arzt und der Lehrer sind keine Figuren, die auf einer psychologischen Beobachtung beruhen. Sie sind grotesk überzeichnet, aber genau in dieser Übertreibung liegt ihre literarische Überzeugungskraft. Ebenso eigenwillig sind Guseljachinas Gesellschaftskonzeptionen. In beiden Romanen strickt sie einen bedeutenden Teil der Handlung um das Robinson-Motiv. In Suleika wird die bunt zusammengewürfelte Gruppe der Verbannten an einem sibirischen Flussufer ausgesetzt und überlebt unter widrigsten Umständen den ersten Winter. Die Siedlung ist aber erfolgreich und entwickelt sich zu einer lebendigen Gemeinschaft. Fast hat es den Anschein, als ob Guseljachina hier den Aufbau des wahren kleinen Kommunismus im falschen großen Kommunismus zeigen wollte. Ähnliches gilt für die Wolga-Kinder. Hier ist es der Dorflehrer Bach, der ein Robinson-Dasein auf einem abgelegenen Gutshof führt. Er ernährt sich von Fischen aus der Wolga und Früchten aus seinem Garten. Er kümmert sich um seine Tochter und einen zugelaufenen wilden kirgisischen Jungen. Beiden bringt er bei, wie sie sich um Land und Haus kümmern müssen. In beiden Robinsonaden gibt es keine fertigen sozialen Strukturen. Arbeitsteilung, Streitbeilegung und Entscheidungen für die Gemeinschaft müssen erst von Anfang an herausgearbeitet werden. Autorität ergibt sich nicht aus einer hierarchischen Struktur wie der Kommunistischen Partei oder der Roten Armee, sondern aus Fachkompetenz und moralischer Glaubwürdigkeit. Guseljachina verfügt über das seltene Talent, das Unwahrscheinliche wahrscheinlich erscheinen zu lassen. Sie ist eine geschickte Erzählerin, die es versteht, den Knoten zu schürzen. Ihre Romane entwickeln einen eigentümlichen Sog und sind eigentliche Page-Turner. Gleichzeitig erschöpft sich aber Guseljachinas Erzählkunst nicht in der spannenden Handlung. Es gelingt ihr, die historische Wirklichkeit des frühen Stalinismus so zu verfremden, dass die prekäre Sowjetgeschichte in individuellen Biografien lesbar wird. Dabei stützt sie sich auch auf Augenzeugenberichte, so etwa die Erinnerungen mit dem Titel »Wolgadeutsches Schicksal«, die von Anna Janneke 1937 in Leipzig veröffentlicht wurden. Guseljachina schreibt ein ausdrucksstarkes Russisch, das von Helmut Ettinger in ein geschmeidiges Deutsch übertragen wurde. Helmut Ettinger ist ein Spracharbeiter im wahrsten Sinne des Wortes.
Er wurde im Jahr 1984 Leiter des Dolmetschersektors für das Zentralkomitee der SED. Er dolmetschte Erich Honecker, Michail Gorbatschow, Eduard Schewardnadze und Andrei Gromyko. Ettinger beherrscht fließend Russisch, Chinesisch, Englisch und Französisch. Der berühmte Satz von Gorbatschow, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, wurde in Ettingers Formulierung im Deutschen zu einem geflügelten Wort. Nach der Wende begann Ettinger eine Zusammenarbeit mit dem Aufbau Verlag und übersetzte die Symbolistin Sinaida Hippius, den Satiriker Ilja Ilf und die Krimi-Autorin Paulina Daschkova und Daria Donzova ins Deutsche. Ettingers Übersetzung von Gusell Jachinas Romanen schlägt bewusst einen literarischen Ton an. Sein Deutsch passt sich an die Zeit der Handlung an, die sich in beiden Romanen ja vor mittlerweile fast einem Jahrhundert abspielt. Fast hat es den Anschein, als ob der Goethe-Gedichtband, der für den Dorflehrer Bach eine wichtige Rolle spielt, auch auf die Sprache des Romans abgefärbt hat. Auch die Beschreibung des Robinson-Milieus fordert dem Übersetzer einiges ab. Botanische und hauswirtschaftliche Fachtermini müssen so formuliert sein, dass auch die heutigen Leserinnen und Leser verstehen, worum es geht. Gleichzeitig ist ein bestimmter Verfremdungseffekt natürlich gewollt und macht das künstlerische Flair der deutschen Übersetzungen aus. Helmut Ettingers Verdienst besteht darin, Gusell Jachinas variierendes Erzähltempo in ein quicklebendiges Deutsch übersetzt zu haben, das sich nicht mit dem Standardwortschatz begnügt. Wir danken Gusell Jachina und Helmut Ettinger dafür, dass sie uns mit den beiden Romanen Suleika öffnet die Augen und die Wolga-Kinder zwei literarische Meisterwerke geschenkt haben. Den Förderpreis erhalten Gusell Jachina und Helmut Ettinger für den Roman Die Wolga-Kinder. Ich gratuliere von ganzem Herzen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Es ist toll, dass dank der modernen Technologien ich heute mit Ihnen sein darf, trotz aller Corona-Störungen, obwohl in dieser digitalen Form. Von Moskau aus darf ich meine herzlichen Grüße und auch meine besten Dankeworte ausstellen. Ich bedanke mich bei dem hohen Jury für diesen hohen Preis. Wir in Russland haben ganz komplizierte Beziehungen zu unserer Vergangenheit. Einige Seiten der Geschichte werden unheimlich viel und im kleinsten Detail diskutiert, wobei die anderen nicht nur im Schatten bleiben, sondern ganz und völlig vergessen werden. Das Thema von Wolgadeutschen gehört halt zu diesem Bereich des Vergessenen und Begrabenen. Und die Russlanddeutschen selbst gehören zu den 10 Völkern der Sowjetunion, die totale Deportation erlebt haben. Genau der Protest gegen diese Vergessenheit hat mich auch angespornt, den Roman Wolga-Kinder zu schreiben. Ich bedanke mich bei dem Aufbauverlag und seiner Leiterin Frau Konstanze Neumann für die rasche und positive Entscheidung, den Roman zu veröffentlichen. Ich schätze sehr die Zusammenarbeit mit der Lektorin Marlies Juncke. Und das alles wäre natürlich ohne meine lieben Agentin, Frau Christina Links, nicht möglich. Jeder literarische Preis bedeutet nicht nur die Anerkennung, aber auch in erster Linie die neue Leserschaft für das Buch. Und das möchte ich gerne dem Roman wünschen. Umso mehr,
dass das Thema von Russlanddeutschen in Deutschland sehr emotional, auch widersprüchlich geladen ist. Meine herzlichen Dankeworte sind auch für den Übersetzer des Romans, Helmut Ettinger. Er hat mich im Laufe der Arbeit am Text gnadenlos mit seinen Fragen gequält, aber das Ergebnis war all diese Qualen wert. Es ist sehr gerecht und wichtig, dass wir mit Helmut diesen Preis heute teilen. Vielen Dank für diese große Ehre und für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Dr. Roth, sehr geehrter Herr Smatschny, sehr geehrte Frau Bersing, Frau Behring, Entschuldigung. Sie sehen mich überwältigt von so viel Lob für meine Übersetzung aus so berufenem Mund. Vielen Dank dafür, Herr Professor Schmid. Doch am heutigen Tage danke ich vor allem Güzel Yakhina, deren großartige Werke weltweit begeisterte Leser finden. Ich danke dir, liebe Güzel, für die Chance, deine wunderbaren Romane übersetzen zu dürfen. Vom ersten Lesen an war ich fasziniert, auf welch couragierte, neuartige, geradezu dialektische Weise du dich des dornigen Themas der Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit angenommen hast, womit du auch der jungen Generation einen Zugang eröffnest. Auf welches Glatteis ich mich selbst dabei begeben habe, wurde mir erst bewusst, als ich bei deiner ersten Lesung von Suleika in Berlin staunend hörte, wie hervorragend gut du Deutsch sprichst. Doch bei der Arbeit an den Wolga-Kindern erwuchs daraus die reine Freude darüber, wie mühelos wir uns verstanden. Von Herzen danke ich dir für diese beispielhaft leichte, inspirierende Zusammenarbeit. Mein Dank gilt dem Aufbauverlag für den Mut zu dem Risiko, die ersten großen Werke einer damals außerhalb Russlands kaum bekannten Autorin in sein Programm zu nehmen. Vor allem möchte ich meiner langjährigen Lektorin Marlies Junke Dank sagen, die mich erfolgreich zur Übersetzung moderner russischsprachiger Literatur überredet hat und meine Arbeit mit so viel Einfühlungsvermögen begleitet. Ein besonderes Dankeschön sage ich der Jury des Georg de Hio-Preises dafür, dass sie mit ihrer Entscheidung auch den Anteil des Übersetzers an einem literarischen Werk würdigt. Das ist eine Nachricht, die alle meine Kolleginnen und Kollegen mit großer Befriedigung aufnehmen werden. Last but not least gilt mein ganz privater Dank meiner lieben Frau Dr. Hilde Ettinger, meiner ersten Leserin, Korrektorin und Kritikerin für ihre unablässige, sachkundige und selbstlose Unterstützung. Ich danke Ihnen allen.
darf Frau Lachauer auf die Bühne bitten. Ich möchte Ihnen jetzt die Urkunde verlesen. Ulla Lachauer erhält den Georg-Diehio-Buchpreis 2020 Hauptpreis. In Anerkennung ihres literarischen und publizistischen Gesamtwerks. Ulla Lachauer beschäftigt sich als Buchautorin, Filmemacherin und Radiojournalistin seit 3 Jahrzehnten mit Themen der deutschen Kultur und Geschichte im östlichen Europa, in Russland und Kasachstan und dem Zusammenleben der Deutschen mit anderen Völkern. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese über lange Zeit tabuisierten Themen in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Damit trägt sie in besonderer Weise zu einer gemeinsamen Erinnerungskultur in Europa bei. Der Preis wird heute im Rahmen eines Festaktes in Berlin überreicht. Berlin, den 1. Oktober 2020. Vorstandsvorsitzender Herr Smatschny und Herr Roth als Direktor. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute 2 Hüte auf. Zunächst begrüße ich Sie noch einmal als Hausherr für die Robert-Bosch-Stiftung. Ich freue mich, dass Sie Ihre Preisverleihung heute hier bei uns in der guten Stube in Berlin machen. Und jetzt muss ich doch nach den vielen Steilvorlagen, nachdem der Aufbauverlag mit Recht so oft genannt worden ist, darauf hinweisen, dass während der gesamten DDR-Zeit hier der Aufbauverlag seinen Sitz hatte. Und insoweit auch da wieder ein Kreis sich schließt oder eine Kontinuität zu sehen ist. Und vielleicht freut es Sie, dass eben Sie heute auch an diesem Ort geehrt worden sind, der mit Ihrem Leben doch auch in vieler Weise verbunden ist. Aber jetzt zur Laudatio. Liebe Frau Lachauer, ich freue mich ganz besonders, Sie heute in Ihrer Robert-Bosch-Stiftung in Berlin begrüßen zu können und dass ich auf Ihren Wunsch hin auch die Laudatio halten darf. Es ist mir eine Ehre und Freude, diesem Wunsch nachzukommen, weil uns beide beruflich wie privat seit über 20 Jahren schon viel verbindet. Wenn ich Ihre Arbeit ganz kurz charakterisieren müsste, dann wäre es mit einem Ausspruch von Robert Bosch gut beschrieben: Sei Mensch und ehre Menschenwürde. Denn das Schicksal von Menschen ist es, das sie fasziniert, und sie verstehen es, diese Faszination ihren Lesern, Hörern, ihren Zuschauern zu vermitteln. Dabei lassen sie diese Menschen selber sprechen. Mit ihrer Fähigkeit, sich in einen Menschen hineinzuhören und seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, dem anschließenden sorgfältigen Verdichten auf das Besondere, das Weiterführende und das Einbetten in die historischen Zusammenhänge. Damit haben sie eine ganz eigene Form des dokumentarischen Romans geschaffen. Es ist nicht die große Geschichte, die sie erzählen, sondern Alltagsgeschichte. Die Geschichte einfacher Menschen. Das kann eine ostpreußische Bäuerin sein, wie Lena Grigoleit, eine russlanddeutsche Aussiedlerin wie Rita Pauls, eine blinde Gärtnerin aus Baden-Württemberg oder Imker aus ganz Europa. Da ich aus ostpreußischer Familie bin, freut es mich natürlich besonders, dass Sie diesem Teil Ostmitteleuropas, einem zwar schönen, aber meist armen, von hier aus gesehen gewissermaßen in einem Herrgottswinkel gelegenen Teil Europas, ein besonderes Augenmerk gewidmet haben. Aber wir wollen diese Gegend auch nicht zu klein machen. Immerhin für niemand Geringeren als Immanuel Kant war es Heimat und ganze Welt gewesen. Und er hat diese Nachbarschaft
sein ganzes Leben und Werk hinweg genutzt und es hat ihm völlig ausgereicht. Für uns heute ist es immer noch eine kleine Weltreise, obwohl inzwischen kein eiserner Vorhang mehr den Zugang versperrt. Es ist eine Welt, die der Dichter Johannes Bobrowski als Sarmatien bezeichnet und damit das Entfernte, fast Exotische dieser Gegend zum Ausdruck gebracht hat. In Levins Mühle beschreibt er sie so: Um die Memel herum, wo Polen, Litauer, Russen und Deutsche miteinander lebten, unter ihnen allen die Judenheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten, welche für diese Welt das Ende bedeutete, der anschließenden Vertreibung und dem Eisernen Vorhang, hatte sich für viele Deutsche gewissermaßen ein geistiges Leichentuch über diese Region gelegt. Wenn darüber gesprochen oder geschrieben wurde, dann oft nur in der Familie oder mit einem revanchistischen Zungenschlag. Und das machte es, wie schon einmal heute gesagt, fast zu einem Tabuthema. Sie selbst waren in einem ganz und gar antirevisionistischen Milieu sozialisiert worden. Und sie hatten das Glück, mit der politischen Wende und dem Fall des Eisernen Vorhangs die Chance zu bekommen, diese Region aus ihrem Dornröschenschlaf aufwachen zu sehen. In vieler Hinsicht war die Zeit dort ja stehen geblieben, konserviert unter der Mehltauglocke des so unglaublich konservativen Sozialismus. Sie waren damals noch jung, aber schon verständig genug, die ungeheuren Umwälzungen richtig einschätzen zu können. Als Journalistin konnten sie mit unvoreingenommenem Interesse und dem Blick für die großen Zusammenhänge geschichtsträchtiges Alt-Neuland betreten. Sie haben diese Chance für sich und für ihre Protagonisten und Themen genutzt und sind bis heute dankbar für das Privileg, dies so erlebt haben zu dürfen. Sie lieben die Gegensätze. Die ganz große Weltgeschichte brechen sie herab auf ein einzelnes Menschenschicksal, machen aus den großen Daten und abstrakten Fakten ein Schicksal, das berührt, weil es eben fassbar wird. In der Paradiesstraße für die Westdeutschen, das ist die ostpreußische Herbstmilch, wird die ganze Geschichte Deutschlands und Mitteleuropas von Kaiserszeiten über den Ersten Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit, den Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, die Sowjetzeit bis zur Wende 1989 wie in einem Brennglas in einem Dorf an der Memel dargestellt. Diese erzählte Lebensgeschichte einer ostpreußischen Bäuerin ist besser als jedes Geschichtsbuch, das sage ich als Geschichtsprofessor. Man sieht vor seinem geistigen Auge bei der Lektüre einen Film ablaufen und ich glaube, das ist kein Wunder, denn sie sind ja nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Filmemacherin. Während das Bücherschreiben eine die meiste Zeit eher einsame Angelegenheit ist, übersetzen glaube ich auch wenn es auf Erzählen und vor allem auf Zuhören beruht, so ist das professionelle Filmemachen eine ausgesprochene Teamarbeit. Und Sie haben einmal geschrieben, dass es für Sie oft völlig rätselhaft bleibt, wie bei der komplexen Kooperation von Dolmetscher, Fahrer, Kameramann und Regisseurin überhaupt ein gutes Ergebnis am Ende herauskommen kann. Aber Sie haben es immer erfolgreich gemacht. Sie sind ein westdeutsches Nachkriegskind, geboren 1951 in Aalen und haben Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaften in Gießen und Berlin studiert. Wir wären fast Berufskollegen geworden oder waren es eine kurze Zeit, denn 2 Jahre haben Sie bei der Körber-Stiftung in Hamburg gearbeitet und danach waren Sie auch wieder fast Kollegin, wissenschaftliche Assistentin im Fachbereich Geschichte der Gesamthochschule Essen. Aber Sie haben sich dann, man kann heute sagen, Gott sei Dank, gegen die vermeintliche Sicherheit und für die berufliche Freiheit entschieden. Sie wurden freie Filmemacherin und Autorin mit bisher über 30 Dokumentarfilmen, eine Buchautorin und Journalistin, die unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Zeit und immer wieder auch für den Rundfunk gearbeitet hat. Lange haben sie in Mannheim gelebt, dann in Stuttgart, nahe bei der Robert-Bosch-Stiftung
und aktuell in einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Lüneburg, dessen Entwicklung Sie in einem Blog dokumentieren. Sie sind verheiratet, Ihr heute hier auch anwesender Mann. Winfried ist Theater- und wie Sie auch Filmregisseur. Im Jahre 2000 haben Sie bei uns in der Robert-Bosch-Stiftung eine Förderung für die Recherche an einem dokumentarischen Romanprojekt bekommen. Es ging über eine russlanddeutsche Familie. Sie konnten sich mit der Förderung der Stiftung für einige Zeit dann ganz auf dieses Projekt konzentrieren und nach Polen, Kasachstan und Russland reisen, um Zeitzeugen zu interviewen. Archivmaterial mussten Sie auch sichten, denn es ist schon eine sehr komplexe Geschichte, der Sie sich da gewidmet haben. Das Ergebnis war dann 2002 der Roman Ritas Leute, benannt nach Rita Pauls, deren Familiengeschichte Sie beschreiben und so, dass es nicht nur Sie und mich da sehr berührt hat. Es ist, glaube ich, man kann sagen, für diese Thematik wirklich ein Bestseller. Zusammen mit der Stiftung stellten Sie anschließend den Roman in Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum, aber auch in Russland vor und diskutierten das Genre des dokumentarischen Romans in philologischer und historiographischer Hinsicht an Universitäten im In- und Ausland. Ich erinnere mich, dass das auch in Heidelberg einmal passierte. Aufgrund des Erfolgs und nach dem Vorbild von Ritas Leute entwickelte die Robert-Bosch-Stiftung dann unter Frau Meier Pflügers Leitung, die auch heute hier anwesend ist, im Jahre 2003 das Förderprogramm Grenzgänger – Recherchen in Mittel- und Osteuropa, das erst im August diesen Jahres beendet wurde. Es ermöglichte Autoren von Büchern, Film- und Radiobeiträgen Recherchestipendien zur Vorbereitung ihres Werkes zu Themen aus Mittel- und Osteuropa, später auch aus Asien, zu erhalten. Gefördert wurde lediglich die Recherche, weil für die oft schwer Unterstützung zu bekommen war. Wenn dann schon einmal ein Manuskript oder eine Sendung fertig war, dann gab es dafür meistens eine andere Unterstützung. Als Mutter des Programms und als Expertin in allen Sparten wurden Sie in die Fachjury berufen, wo Sie von 2004 bis 2007 entscheidend die Anfangs- und Ausbauphase dieses Förderprogramms prägten. Nach dem Vorbild von Ritas Leute wurden insgesamt 350 Autoren unterstützt und mehr als 200 Grenzgängerwerke sind bis heute schon veröffentlicht. In der Jury waren Sie durch Ihre intime Kenntnis Ost-, Mittel- und Osteuropas und Ihre Fürsprache für die Autorennöte mit einer präzisen Einschätzung von Qualität und Innovationspotenzial der eingereichten Projekte von unschätzbarem Wert. Durch Ihr gesamtes bisheriges Wirken haben Sie einen wichtigen Beitrag zur Verständigung in Europa geleistet. Sie haben neue Perspektiven und subjektive Zugänge zur europäischen Geschichte ermöglicht und Ihre einfühlsame und respektvolle Art, persönliche Geschichte in einen größeren historischen Rahmen zu setzen und so zu erzählen, dass Sie Leser jeden Alters und Hintergrund, auch solche ohne historische Vorkenntnisse zu fesseln, vermögen, ist beispielhaft. Insofern kann ich mir wirklich keine bessere Preisträgerin für den Georg-Dehio-Preis vorstellen und beglückwünsche noch einmal die Jury zu dieser Entscheidung und Sie, Frau Lachauer, zu der verdienten Auszeichnung. Ich danke Ihnen. Danke, lieber Herr Rogal. Danke sehr. Sehr geehrter Herr Roth, sehr geehrter Herr Smatschny, sehr geehrte Frau Behring, liebe Frau Jachina, Kollegin, sehr geehrter Herr Ettinger, sehr geehrte Jurorinnen und Juroren, liebe Familie, liebe Freunde, liebe Anwesende, Dank und Gruß an alle.
Anwesend zu sein ist gerade etwas ganz Besonderes, Beglückendes. Die Nachricht erreichte mich Ende März. Sie sind für den DEHIO-Preis ausgewählt, sagte eine freundliche Stimme mit einem kleinen, angenehmen Akzent. Ein Siebenbürger Sachse, dachte ich, und lauschte gebannt dem gutturalen Klang. Den Inhalt seiner Worte verstand ich nicht. Preisverleihung im Herbst in Berlin, wie das? Ich komme ja nicht mal bis zum Bäcker. Es war der vierte oder fünfte Tag des Lockdown. Die Welt, die ich kannte, schien nicht mehr zu existieren. Was soll aus uns allen werden? Ich war wie gelähmt. Draußen war es unheimlich still. Dieser Ausnahmezustand war etwas völlig Neues. Irgendwie sowjetisch war meine erste Reaktion. Erlebnisse aus der Endzeit der Sowjetunion tauchten wieder auf. Damals war ich als Journalistin im Baltikum unterwegs. Dieses Gefühl der Ohnmacht war jetzt wieder da. Die Angst und der Impuls zur Rebellion. Andere Menschen, wie meine hochbetagte Mutter, erinnerten sich an den letzten Krieg. Eingesperrt in den eigenen vier Wänden suchten wir Nähe zu Familie und Freunden. Via Medien, mal mit Bild, sehr häufig ohne. Der Lockdown war eine historische Stunde des Telefons. Reden und Zuhören, lange Gespräche, länger als sonst. Die Stimme war unser wichtigstes Ausdrucksmittel. An den Vorrang des Auges gewöhnt, hatten wir fast vergessen, wie intensiv und einzigartig sie ist. Nuancenreich, gefühlvoll und tröstlich. In diesen stillen, schier endlosen Tagen wurden meine alten Ohren immer wacher. Ich hörte spielende Kinder in der Ferne, achtete in Gesprächen auf Untertöne. Wenn ein ersehnter Anruf nicht kam, versuchte ich, mir die Stimme dieses Menschen zu vergegenwärtigen. Bald ging ich dazu über, die Stimmen von Verstorbenen zu imaginieren. In schlaflosen Nächten trainierte ich dies regelrecht. Das kräftige bäuerliche Organ meines Vaters, der Sopran der geliebten Großtante, das waren eher leichte Übungen. Der Kaplan tauchte auf, der mit uns Kindern Wir lagen von Madagaskar grölte. Ich hatte die Stimme von Ivan Illich im Ohr, der im Wiener Tonfall von seiner Kindheit in Dalmatien erzählt. Wladimir Vysotskis, Achota Nawalkow, Wolfsjagd, Erinnerungen an Moskau und einen Film, den ich vor langer Zeit über den Sänger gemacht hatte. Oft waren es nur Fragmente, Gelächter, Rufe, Satzmelodien. Ein bunter Reigen, in dem auch die Dämonen nicht fehlten. Ein Spiel. Es trug dazu bei, dass ich wieder zu mir fand. Unter den Stimmen war die der ostpreußischen Bäuerin Lena Grigoleit aus Bithynien, einer Zeitzeugin, die mich wie keine andere beschwingt und meinen Werdegang geprägt hat. Das Buch, das aus unserer Begegnung entstand, heißt Paradiesstraße. Gut 30 Jahre ist es jetzt her, dass wir uns über den Weg liefen. In ihrem Dorf am Memelstrom, zur Hochzeit des Freiheitskampfes der Litauer und anderen baltischen Völker. Ich möchte Ihnen eine Passage aus einem Interview mit ihr vorspielen. Vom 19. März 1990. Wir duzten einander damals schon. Sie nannte mich Ullachen, ich sie Tante Lena. Und ich bat sie, mir ihr Leben zu erzählen, von Geburt an. Von Geburt an. Von der Geburt fang an. Ich weiß doch nicht, wie ich geboren wurde. Ja, aber wann du geboren wurdest? Wann geboren, ja. Am 19. Juni 1910, morgens im Sonnenaufgang. Das hat die Mama sich immer gefreut, dass es am Sonntagmorgen und am Sonnenaufgang war. Die Sonntagskinder sollen Glückskinder sein, dachte man immer, Sonntagskinder. Naja, ich weiß nicht, was man so als Glück betrachtet. Mancher denkt, Glück, da muss er Wunder was haben. Wunder was
was immer bekommen oder erleben oder so. Und ich habe mir so nachgedacht, in all diesem Wirrwarr, in all diesen Stürmen, in all diesen Dings, bin ich doch immer eigentlich ein Glückskind gewesen. An so manche gefährliche Klippen bin ich so wie an einem Abgrund vorbeigegangen. Ich hätte ja auch da hereinfallen können. Klingt fremd, oder? Ihre Sprache ist dialektal gefärbt, ihr G ist ein J, sie sagt Glückskind, Moin. Sie rollt das R ganz leicht, die ganze Intonation typisch ostpreußisch. Der Klang einer untergegangenen Welt und der Wiedergeburt einer neuen, des freien Litauen. Die Erzählerin ist hörbar gut gelaunt, in ihrer Stimme schwingt der Aufbruch mit. Sie ist an diesem 19. März 1990 voller Hoffnung. 8 Tage zuvor, am 11. März, hatte Litauen seine Unabhängigkeit von Moskau erklärt. Ihr Glück ist das Überleben unter Hitler und Stalin in den Jahren vor allem der Deportation in Sibirien. Davon erzählte sie mir. 3 Tage saßen wir in ihrer rußgeschwärzten, speckduftenden Küche, bis das Radio meldete, dass in der Hauptstadt Vilnius sowjetische Panzer auffahren. Lena Grigoleits Euphorie schlug in Angst um. Alles könnte schiefgehen. Die Tonbänder dokumentieren die Veränderung ihrer Stimme, ihrer und meiner. Wir bangten gemeinsam. Die dramatischen Tage der Konfrontation verbrachte ich im von Panzern umstellten litauischen Parlament. Unter den Journalisten aus aller Welt, unter ihnen erfahrene Kriegsreporter, Haudegen, die nur darauf warteten, dass es losgeht, fühlte ich mich fehl am Platze und dachte an Lena und ihr Dorf. Dorthin kehrte ich 30 Jahre später in den stillen Tagen des Lockdowns zurück. Eine Gedankenreise, bei der mir klar wurde, wie bedeutsam diese erste Phase ist, das Zuhören vor dem Schreiben, dem Formen der eigentlichen Autorenarbeit. Am Anfang ist die Stimme, die mündliche Erzählung, die Poesie des Augenblicks. Damit beginnt das Abenteuer. Daraus erwachsen die Kraft und Empathie, das Projekt durchzustehen. Und dieses Geschehen ist vielschichtiger, tiefer als jeder noch so gelungene Text. In diesen Wochen verfolge ich die Nachrichten aus Belarus. Manches erinnert mich an damals. Die mutigen Bürger sind jünger, größtenteils weiblich. Inzwischen sind Tausende verhaftet worden, darunter viele Journalisten und Blogger. Hören wir zu, schaffen wir Möglichkeiten, dass sie in Europa gehört werden. Nicht nur die Sprechchöre in der Hauptstadt, sondern die Stimmen aus den Vorstädten und Dörfern, im Exil und die der Zaudernden und auch derer, die von sowjetischen Idealen nicht lassen mögen. Meine Gedanken sind bei Svetlana Alexejewitsch, der Literaturnobelpreisträgerin, die in ihrer Wohnung in Minsk ausgeharrt hat, beschützt von Freunden aus aller Welt. Der Meisterin dokumentarischer Erzählkunst, die aus tausenden Stimmen ein großartiges Werk über den Homo Sovieticus geschaffen hat. Verständnisvoll und schonungslos, tief pessimistisch. Möge sie den Tag der Freiheit erleben. Ich sage Dank für den Georg de Hio-Preis. Eine große Ehre. Ohne Zeitzeugin wie Lena Grigoleit stünde ich nicht hier. Und nicht ohne die Menschen, die mich inspiriert und ermutigt haben, die mir vertrauten und mich vor Abgründen bewahrten. Zu meiner großen Freude sind einige hier anwesend. Hier in der Robert-Bosch-Stiftung, der ich so freundschaftlich verbunden bin. Ich danke Ihnen. Danke euch für alle Unterstützung.
Thank you.
Ja, nochmal einen herzlichen Dank an Daniel Camien für die gelungene Begleitung auf dem Kontrabass heute Abend. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich von unseren Zuschauern zu verabschieden, die uns von außerhalb zugeschaltet waren, die die Veranstaltung verfolgt haben. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem ein wenig den Eindruck, mit dabei zu sein. Und wir hoffen natürlich, dass wir bald auch wieder die Möglichkeit haben, Veranstaltungen durchzuführen, so wie wir sie von früher gewohnt waren. Und das ist vielleicht im nächsten Jahr anders. Es war jedenfalls schön, Sie mit dabei gehabt zu haben.